Ja, ich bin gut verheiratet. Ich meine, ich bin recht brav. Ich habe gleich ein bisschen brav gesucht. Und dann passt das so gut, verstehst du? Ich mache mir alles, mein Haushalt, mein läuft alles einwandfrei. Ich sage gleich, nein, ich will nicht sagen, nein. Ich kann aber schön weg jederzeit, weil ich frei bin. Die Mai fährt nicht mit dem Auto, die hat keinen Führerschein. Das ist so viel wert. Du hast das Auto hast du immer da. Und sonst ist der, die sagt, ich muss jetzt nicht da gehen, ich muss da gehen, ich muss zum Friseur, ich muss da gehen. Also die Weiber an der Tafel. Ich sehe das, ich kenne mehr sehen. Die sind hier rumpen. Du bist heute daheim bei den Kindern, gell? Aber ich fahre heute halt oft und da und da hin. Das ist halt so. Wenn ich mit einer beieinander war, nie mehr anderen was gehabt. Nie. Und wir dürfen die da umfallen. Das ist mir so leid. Aber ja, da sitzen, wenn es aus war, war es aus. Aber, na ja. Der Linz oder der Frau, den Madel, die war 16 Jahre alt, die war nicht geschwangert. Da hat der Mann gesagt, die hätte normal in Eckberg gehört, das ist jetzt Eckberg gehört, weil die hat er die nicht geheiratet. Der Linz, der wollte nicht, der wollte protestieren. Und dann war es nicht so. Dann war die unten, den Bahnhof hätte er nehmen müssen, weil und der Linz war er nicht, der einen Bahnhof nimmt. Ich bin auch allein gewesen mit dem großen Betrieb da und das habe ich größer geworden, habe ich größer. Und geheiratet habe ich noch nicht mehr. Die Mutter von Mani hätte es auch nicht geheiratet, oder? Die hätte schon geheiratet, die ist noch gegangen. Weil ich nicht geheiratet habe, darum ist es gegangen. Er wollte nicht, er wollte seine Freiheit behalten. Als Beobachter, als Teetrinker, auf jeder Party, in jedem Wirtshaus, an jedem Stammtisch daheim, aber halt nie ganz alles geben von sich. Die war so viel jung, die war 17, 18 Jahre alt. Die war um 30 Jahre jünger. War auch wurscht gewesen. Aber sie hat mich gern mengt. Der Lenz war ein großer Frauenliebhaber eben. Aber er hat auch wirklich geehrt und geachtet. Und ich glaube, die älteren Damen, inzwischen älteren, reden immer voller Zuneigung. Also er hat da keine schlecht behandelt.